Aus 2. Mose, Kapitel 3. Mose aber hütete bei Jethro, seinem Schwiegervater, dem Priester der Midianiter, die Schafe. Als er nun einst die Schafe bis jenseits der Steppe trieb, gelangte er zum Berg Elohims, dem Horeb. Da erschien ihm der Engel Jehovas in einer Feuerflamme, die aus einem Dornstrauch hervorschlug. Als er aber näher zusah, da brannte der Dornstrauch, ohne dass der Dornstrauch vom Feuer verzehrt wurde. Da dachte Mose, ich will doch hingehen und dieses merkwürdige Schauspiel betrachten, warum der Dornstrauch nicht in Feuer aufgeht. Jehova aber sprach, ich habe die Bedrückung meines Volks, das in Ägypten ist, zur Genüge angesehen und ihr Rufen um Befreiung von seinen Fronwürgen gehört, ja, ich weiß, wie sehr es leidet. Daher komme ich nun herab, es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es wegzuführen aus jenem Land in ein treffliches und weit ausgedehntes Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, in die Wohnsitze der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun ist der Hilferuf der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe wohl gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. So lass dich nun von mir zum Pharao senden und führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten hinweg. Mose aber sprach zu Elohim, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Israeliten aus Ägypten wegführen könnte? Da sprach er, ich bin Jahwe mit dir. Und dies soll für dich das Wahrzeichen sein, dass ich dich sende, wenn du das Volk aus Ägypten wegführst, werdet ihr Elohim auf diesem Berg verehren. Und Mose sprach zu Elohim, wenn ich nun aber zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Elohai eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen antworten? Da erwiderte Elohim Mose, ich bin der ich bin. Dann sprach er, so sollst du den Israeliten sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Hierauf sprach Elohim weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, Jehova, der Ewige, der Elohai eurer Väter, der Elohai Abrahams, der Elohai Isaaks und der Elohai Jakobs hat mich zu euch gesandt, dies ist mein Name auf ewige Zeiten und dies meine Benennung auf Geschlecht und Geschlecht. Geh hin, rufe die Vornehmsten der Israeliten zusammen und sage ihnen, Jehova, der Elohai eurer Väter, ist mir erschienen, der Elohai Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat zugesagt, ich will Rücksicht nehmen auf euch und auf das, was euch widerfahren ist in Ägypten.